nicht gedacht hätte, dass das so unklar ist. Und zwar, mein richtiger Name ist gar nicht Thomas. Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, Thomas und Playgadon. In der heutigen Folge steht mal wieder ein YouTube-Besuch an. In der letzten Folge habe ich ja den lieben Elefantenfisch besucht und in der heutigen Folge werden wir Dennis von MediaTV besuchen. Aber bevor wir ihn besuchen werden, will ich erstmal ein kleines Thema ansprechen, wo ich nicht gedacht hätte, dass das so unklar ist. Und zwar, mein richtiger Name ist gar nicht Thomas. Ich hätte nicht gedacht, dass das so unklar ist. Ich habe gestern mal im Clan nachgefragt und alle so, hä? Du heißt gar nicht Thomas? Und deswegen, also, ich wollte nur ansprechen, ich heiße in Wirklichkeit David und Thomas ist mein Spitzname. Vielleicht kann ich irgendwann mal erklären, wieso mein Spitzname Thomas ist, aber in der heutigen Folge wollen wir ja den lieben Dennis besuchen. Erste Meister. Glückwunsch erstmal dazu, ich weiß nicht, ob du das erste Mal Meister bist. Wir gucken einfach mal erstmal in dein Profil. Beide Helden auf 11. Meine Helden sind höher. Sorry, musste sein. So. Armee scheint aber auf Max zu sein. Nee. Die Hexe kannst du noch upgraden, die Valkyrie kannst du noch upgraden, wobei die Valkyrie nicht so wichtig ist. Sonst von den normalen Truppen her scheint alles auf Max zu sein. Zauber auf Max, bis auf die Helden natürlich. Und vom Dunklen her kannst du nur noch die Valkyrie und die Hexe upgraden, okay. Das scheint relativ gut. Wenn du die Hexe nicht benutzt, braucht man die auch nicht upgraden, also von daher. Und Valkyrien sind sowieso die Truppen, die am wenigsten benutzt werden. Deswegen ist es auch nicht so wichtig, die abzugraden. Wobei die eigentlich schon abgehen, wenn man die upgradet, aber ist wieder ein anderes Thema, so. Deine X-Bögen sind auf 3, deine Magiertürme sind auf 7 und decken jeweils 2 Lager ab. Die Minenwerfer stehen perfekt im Viereck und decken somit die gesamte Base ab. Deine Luftabwehren decken somit auch die ganze Base ab. Ne, hier unten kann man angreifen, deswegen würde ich, glaube ich, eher den Luftjäger in die andere Richtung stecken. Ja, wobei, die meisten werden wahrscheinlich von da angreifen, weil die Luftabwehr da so weit außen ist, um die schnell wie möglich auszunocken. Ja, ist immer so eine Sache. Man muss sie in den Gegner hineinversetzen, aber das ist auch schwer, weil jeder anders tickt. Weiter geht's. Du hast schon sehr viele Mauern auf 8 und auf 9 scheinen auch schon sehr viele zu sein. Ich habe, glaube ich, noch 12 Mauern, die ich upgraden kann. Das werden wir auf jeden Fall noch irgendwann, glaube ich, nächste Woche hinbekommen, schätze ich mal. Wenn ich heute Abend zum Beispiel booste. Wir haben heute sowieso schon Feiertag, also von daher, oh, können wir direkt annehmen. Oh, wir sind schon wieder so viele im Clan. Wo war ich denn geblieben? Genau, Feiertag. Wir haben heute ja Feiertag in NRW. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ihr könnt mir mal ruhig in die Kommentare schreiben. Also, ihr seht die Folge am Freitag, wo nicht der Feiertag ist. Gestern war der Feiertag. So. Ist immer komisch, so zu sprechen. Ja, nehme aber auf. Kann momentan nicht. So, ich muss ganz kurz schreiben. Clan ist voll. Alter, das ist ja heavy. Das ist echt heavy. Da sind 50 Stück drin, okay. Feier zu deiner Base, Dennis. Der denkt sich auch nur so. Okay. So, Bogenschützentürme auf 11. Kanon auf 11. Wie es mir scheint, ist alles bei dir auf Max. Wirklich alles. Das heißt, dass du nur noch die Mauern machst, bevor du auf Raswell 9 gehst. Du kannst mir unten in die Kommentare schreiben, ob du die Mauer noch auf 9 machst oder auf 10. Wobei ich schätze eher auf 9, weil 10 extrem lange dauert. Was nimmst du auf? COC. Ich glaube kaum, dass ich gerade ein Horrorspiel aufnehmen kann und dabei noch Cock spielen kann. Aber egal. Du hast nicht 150 Sterne auf der Sternekarte. Dennis, das müssen wir aber ändern. Das geht nicht so weiter. Dein Spaß. Du hast 400 Millionen. Okay, Glückwunsch zu 400 Millionen gestohlen. Elixiermäßig hast du 378 Millionen gestohlen. Dein Rekord ist 2699 Pokale. Okay, also bist du wahrscheinlich zum ersten Mal im Meister. Kannst du mir auch mal unten in die Kommentare schreiben. Verbresse die Klarmog auf 4. Zerstöre 19.000 Mauern. Okay. Heavy. Das ist schon 2400 Rathäuser zerstört. Ich habe noch nicht die 200.000, genau. 2000 Rathäuser zerstört. Ich sniper die nicht so oft. Gewinne 5000 mehr Spielerkämpfe. 4100. Ich glaube, da hast du auch viel mehr geholt. Verteidige dich erfolgreich gegen 5000 Angriffe. Ich habe mich noch nicht mal gegen 250 Angriffe verteidigt, glaube ich. Wobei, oder waren es weiter? Ne, 250 waren das, oder? Ne, ich habe keine Ahnung. Spende 25.000, ich glaube, da bin ich auch ungefähr bei 18.000, ich meine schon. Zerstöre 5.000 Minenwerfer und mehr Spielerkämpfe. 4.300 habe ich echt keine Ahnung, wo ich da bin. Stiehle 1 Million dunkles Elixier. Da bist du bei 865.000, okay.
Zerstöre 250x Bögen, hast 213 zerstört, das läuft doch auch, hast 19 Inferno-Türme zerstört, 347 Sterne geholt, ich glaube, das ist relativ ordentlich, ich bin bei, glaube ich, 292 oder sowas, weiß ich nicht. Sammle 100 Millionen Gold durch Clan-Krieg-Boni, da hast du 225,7 Millionen geholt. Das läuft doch. So, was kann man noch sagen? Hä? Ach, deine Golems sind auch erst auf 2. Ui. Habe ich ja nicht gesehen, musste auch noch upgraden, weil ich dachte, das wäre selbstverständlich. Also, ja. Meine sind auf 4 auf jeden Fall. Würde ich dir empfehlen, die abzugraden. Man merkt den Unterschied wirklich. Manche sagen, man merkt den nicht, aber ich finde, man merkt den. Alter. Uiuiui. Ach so, ja, okay. Schreibe ich gleich. So. Ich würde sagen, das war's dann eigentlich mit der heutigen Besuchsfolge. Ich weiß auch gar nicht, was man noch mehr zu der Base sagen kann. Das dunkle Lager ist auch auf 6. Der Luftfeger ist auf 4, also wie bei mir. Hat sie gereimt. Ich habe immer so schlechte Reime drauf. Königin auf 11. Ja. Die Base ist doch ordentlich. Bis Level 106. Wie gesagt, Mauern auf 9 machen. Ich glaube, das hast du auch vor. Und dann, ich gehe selber hoch, wenn alle meine Mauern auf 9 sind. Ich habe noch vor, die Riesenbomben davor abzugraden und eventuell noch die suchenden Luftminen, weil die, glaube ich, relativ wichtig sind, je höher man vom Level herkommt. Aber sonst würde ich sagen, die Base von der Aufstellung her ist eigentlich auch relativ gut, ne? Die screenshotte ich mir auch mal. Die gefällt mir. Hat sogar leichten Trap-Faktor hier und hier. Du machst gerade was im Labor. Lass den Guru David mal schätzen. Thomas, sorry. Thomas, was du gerade machst. Ich schätze Golem oder Hexe. Kannst du mir mal in die Kommentare schreiben. Ja, dann würde ich sagen, das war es dann auch mit der heutigen YouTube-Besuchsfolge. Wenn ihr sowas öfters sehen wollt, werde ich versuchen, sowas zu organisieren. Schreibt es ruhig unten in die Kommentare rein. Bis zum nächsten Mal. Sagt euer Hübster Thomas. Ciao. Daumen hoch nicht vergessen. Ciao.